Heute verzauber ich euch hoffentlich mit einem wunderbaren Rezept mit ganz speziellen Zutaten. Naja, ganz speziell sind sie jetzt nicht, aber kennen tut es alle. Aber in dieser Kombination habt ihr es vielleicht noch nicht gegessen. Willkommen in Evis glutenfreier Küche. Heute machen wir eine Kaltschale, passend noch zu diesen heißen Temperaturen. Wir werden eine Avocado-Kaltschale machen mit Wachteleier, mit gehäutete und entkernte Tomaten. Dieses Mal habe ich das tatsächlich gemacht, weil das so ein feines Gericht ist und da gehört sie das so gemacht. Naja, und ich hätte gesagt, wir können schon wieder starten. Wir beginnen einmal damit. Wir werden unsere Avocado in der Hälfte auseinanderschneiden. Kommt immer der spannende Moment, wie sie ausschaut. Naja, können wir damit leben, hätte ich gesagt. Dann tun wir den Kern gleich raus. Und dann kommt sie schon in unser Gefäß. Zur Avocado dazu kommt jetzt gleich der Zitronensaft, damit sie die schöne Farbe nicht verliert. Dann haben wir da einen Becher Creme Fraiche, den geben wir auch gleich dazu. Dann haben wir hier einen Hühnerfond. Die genaue Rezeptangabe für dieses Rezept findet ihr wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt pürieren wir das gleich einmal durch. Schon eine wunderbar cremige Konsistenz. Kann man gerne mal probieren. Genau, weil jetzt geht es nämlich ans Abschmecken. Und zwar habe ich hier eine Teriyaki-Soße, die kommt mir da dazu. Dann habe ich einen Roséwein, der Rest wird getrunken. Dann haben wir hier noch ein bisschen Muskatnuss, ein Messerspitzel davon. Werden wir das noch salzen und pfeffern. Dann wird das Ganze noch einmal aufgeschlagen. Und schon ist es fertig. Jetzt können wir diese wunderbare Kaltschale schon in unseren Suppenteller geben. Das ist jetzt wie cremig. Fantastisch. So. Dann stelle ich das einmal zur Seite. Jetzt werden wir noch die gehäutete und entkernte Tomate werden wir schön schneiden, ganz fein. Kommt jetzt da schon einmal drüber. Exquisites Essen extra für euch. Seite. Und jetzt kommt da noch ein Wachtelei da hinein. Jetzt müssen wir das natürlich auch noch schälen. Also. Das Wachtelei habe ich schon weich gekocht, es braucht nur 2 Minuten. Das Schälen ist jetzt eher die Herausforderung. So, dann wird das weich gekochte Wachtelei in der Mitte auseinandergeschnitten. Mit der schönen gelben
Seite nach oben aufgesetzt. Dann gehen wir noch ein bisschen ein Schnittlauch drüber. Einfach fein runterschneiden. Sich raus auf die Terrasse oder auf den Balkon setzen und einfach genießen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Es war wieder ein super schnelles Rezept. Ihr findet, wie gesagt, die Rezeptangabe unten und auf dieses Abo, auf das freue ich mich schon genau von dir. Dankeschön. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis bald. Tschüss.